Die Regeln der historischen Rallye haben sich nicht verändert, dafür aber die Autos. Wenn du sie meistern willst, solltest du dir ein breites Spektrum an Fertigkeiten aneignen. Die Klassiker der 60er entwickelten sich schnell zu den spezialgefertigten Rallye-Autos der 70er. Die Technologie wurde in den 80ern immer besser und brachte die legendäre Gruppe B auf den Plan, die immer noch einen schnellen und sehr gefährlichen Ruf genießt. Und damit willkommen zur historischen Rallye. Heute geht's in Spanien an den Start und zwar mit einem Fahrzeug, welches brachialer kaum sein könnte, nämlich dem Lancia Stratos. Abgesehen vom Landrush, das erste heckbetriebene Fahrzeug, das wir fahren. Und ja, jetzt sollten wir mal schauen, ob wir diese Bestie zähmen können, denn der ist ziemlich unruhig. Das ist zum Glück eine Asphalt-Rallye, bedeutet, dass wir den ein bisschen besser auf der Straße halten können. Ich glaube, eine andere Rallye war noch nicht freigeschaltet, wo es auch den gab. Ich habe aber nicht genau geschaut. Müsste ich mal danach gucken. Gut, ansonsten, ich würde sagen, wir gucken erstmal, wie das Auto sich kontrollieren lässt und werden dann eine kleine Setup-Anpassung durchführen. 3, 2, 1, los. Rechts 3, links 6, in rechts 4, durch 60, links 6, in rechts 4, dann mach zu. Okay, das war schon mal nicht ganz so gut. Gut, kurz nochmal Testfahrt neu starten. 4, 3, 2, 1, los. Rechts 3, links 6, in rechts 4, durch 60, links 6. In rechts 4, dann mach zu. Und Achtung, links 4, sofort rechts 3, Überkurve, enttäuscht. Links 3, Überkurve, in rechts 4, durch Senke. In links 3, lang, macht auf. In rechts 6. Rechts 5. Links 5. Rechts 5, 80. Rechts 4, lang. Ja, der lässt sich ganz gut durch die Kurven zirkeln. Also bei der Front bin ich sehr zufrieden beim Fahrzeug. Der ist sehr direkt. Beim Heck, ja, da ist er auch im Moment noch recht okay zu kontrollieren. Frage ist natürlich, was ist, wenn ich auf die Vollen gehe. Und da gehe ich auf jeden Fall schon mal einen mit dem Stabi nochmal runter. Und vielleicht kann man auch mal die Federrate ein wenig reduzieren. Anwenden. Und wir schauen uns nochmal ganz kurz die Startreihenfolge an, damit ihr auch seht, was für andere Fahrzeuge hier losfahren. Also, wir haben Opel Ascona, den Renault 5, genau wie den BMW M3. Und der Ford Sierra, auch der ist am Start. Habe ich noch ein Auto vergessen? Nein, das ist schon die andere Klasse, das ist eine etwas langsamere. Aber wir hier sind in der etwas schnelleren. Hoffentlich sind wir auch etwas schneller. In rechts 4 durch Senke. 60, links 6. In rechts 4 nach macht zu. Und Achtung, links 4. Sofort rechts 3 über Toll. Okay, die Federraten hinten noch ein bisschen runter machen. Habe ich die schon runter gemacht? Oder. Ja, ich glaube, die hatte ich schon ein bisschen runter gemacht. Bei der Bremsbalance an sich möchte ich aber noch nichts ändern. 5, 4, 3, 2, rechts 3, links 6, in rechts 4, durch 60, links 6, in rechts 4, dann mach zu, und Achtung, links 4, sofort rechts 3, Überkurve, enttäuscht. Links 3, Überkurve, in rechts 4, durch Senke. In links 3, lang, macht auf, in rechts 6, rechts 5, links, der ist schon 5, ordentlich. Rechts 5, 80, rechts 4, lang. 30,3. Ja, man muss aber schon mit dem Auto ein bisschen kämpfen. Gut, und weil ihr die Etappen nicht gesehen hattet, hier nochmal eine kurze Übersicht. Wir haben tatsächlich zwei Events mit jeweils 5 Etappen, deswegen würde ich sagen, schauen wir uns, ja, die ist allein schon 6,5 Kilometer lang, also ziemlich lange Etappen auch noch. Deswegen schauen wir uns heute das erste Event an und beim nächsten Mal machen wir mit dem zweiten Event weiter. Werden die Folge, beziehungsweise das... Alles okay, keine Verzögerung. Die Meisterschaft also zweiteilen. So, Sonnenuntergang. Hoffen wir, dass wir gute Zeiten erzielen können. 5, 4, bis die Sonne uns dann nirgends blendet. 1, los. Rechts 3, links
6, in rechts 4 durch 60, links 6, in rechts 4 lang, mach zu und Achtung, links 4, sofort rechts 3, Überbrücke, täuscht. Links 3, Überbrücke, in rechts 4, durchsenke. In links 3, lang, macht auf. In rechts 6, rechts 5, links 5, rechts 5, 80, rechts 4, lang. In offene Kehre links. In links 4, Überbrücke. In Kehre rechts. In links 3, Überbrücke. In rechts 6. Links 6, Überbrücke. Rechts 4, 150. Links 4. Rechts 6, Überbrücke. Rechts 4. In offene Kehre links. In rechts 1 lang. In links 6, 60. Rechts 3. Links 6. In rechts 4, durch 6, 60. Links 4. In rechts 2, macht auf, lang. In links 4, Überbrücke. Rechts 6, Überwelle, 80. Links 5, Überwelle, 60. Rechts 6. Rechts 5. In links 5, lang 80. Scharf links. In rechts 3. Ui. Okay, gut. Das altbekannte Handbremsenproblem beim Wheel. In rechts 4. In links 5. Rechts 3. Links 6. In rechts 4. Durchsenken. 80. In rechts. Nicht schlimm, wir kriegen das nochmal hin. Kehre links. In rechts 6. Links. Das ist jetzt nicht sehr, sehr gut. Links 5. Rechts 5. Links 5. Links 3. In rechts 3. Lang, mach auf, mach zu. In links 1. Nicht steigen. Links 6. 40. Rechts 3. Durchsenke. Nicht schneiden. Links 6. Überbrücke. Rechts 1. Durchsenke. In links 4. Links 3, Überbrücke, in rechts 4, durchsenke. In links 3, lang, macht auf. In rechts 6. Links 4, durchsenke. In rechts 2, Überbrücke. Links 3, 60. Rechts 6. Links 6, in Kehre rechts. In links 3. Rechts 6. In links 4, Welle. In rechts 3. In links 5. In rechts 1. Kuppe. In links 2. In links 1. Rechts 3. In rechts 5. 80. Rechts 3. Links 6. In rechts 4. Durchsenken. 60. Links 5. In rechts 3. In links 5. In rechts 1 durchsenke. In links 3, 100. Links 4. Rechts 6, Überbrücke. Rechts 4, nicht schneiden. In offene Kehre links. In rechts 1, lang. In links 6. Bis Ziel. Okay, schön. Alles klar, langsam für den Marshall. Ich muss sagen, ich finde den Wagen sehr, sehr angenehm zu fahren. Und ich bin das auch zufrieden mit der Etappe. Tolle Wertungsprüfung, gut gemacht. Mal abgesehen von dem einen kleinen Fehler, den ich gemacht habe, der uns ordentlich Zeit gekostet hat. Ja, kurz mal auf die Bestenliste gucken, da bin ich wahrscheinlich nicht weit vorn. Oh, 21, ja gut, viele sind es wahrscheinlich noch nicht gefahren, ich rechne mal. 5 Sekunden oder so hätte uns der Fehler locker gekostet oder vielleicht sogar noch mehr. Gut, aber so viele sind, glaube ich, noch nicht in der Historic Rally angekommen und hier sieht man es auch. Wir haben eine Etappe, die 9,26 Kilometer lang ist, also mehr als doppelt so lang
als die kommende. Nee, fast doppelt so lang wie die kommende. Ja, fast doppelt so lang. Genau. Ja, und ich muss sagen, das Fahrzeug fühlt sich super an. Das Fahrzeug fühlt sich sogar so gut an, dass ich in einem etwas höheren Gang tatsächlich immer noch kein Untersteuern habe. Ihr habt es gesehen, ich habe viele Kurven bei etwas niedrigerer Drehzahl genommen. Hat sich super angefühlt, das Fahrzeug dabei. Ja, den BMW M3 E30, den gab es noch nicht tatsächlich zur Auswahl. Ah, schön zu sehen. Schaut mal, die starten ein bisschen später und haben auch andere Voraussetzungen. Das wäre natürlich ein bisschen gemein, wenn man auch für uns alle hier in der H3-Klasse unterschiedliche Startzeiten hätte. Oh, da, stimmt, die haben ja unterschiedliche Startzeiten. Ja, aber wenn jeder eine andere Startzeit hätte und sich demnach das Regenrisiko immer ein bisschen verändert, das wäre natürlich ein bisschen gemein, wenn man schlechte Konditionen erwischt, aber das wäre einfach nur geil. Das wäre eine Hardcore-Sim dann komplett. Drei Minuten drei, eine etwas kürzere Etappe, aber ich habe die Konzentration gerade aufrechterhalten. Links 6, in rechts 4 durch Senke, 60, links 3, über Kuppe, in rechts 4 durch Senke, in links 3, lang, macht auf, in rechts 6, rechts 4, in offene Kehre links, in rechts 1, lang, in links 6, links 6, 60, rechts 6, what the hell? Rechts, Stein, außen. Was macht der Heli da bitte? Links 6. In rechts 4 lang, macht zu. Und Achtung, links 4. Sofort rechts 3 über Kuppe und Täusch. Links 4 durch Senke. In rechts 1 über Kuppe. Links 3, 60. Rechts 4. In links 5 lang, macht zu. 3. In rechts 4. Rechts 3. In links 1 durch Senke. In rechts 5. In links 3. In rechts 5. Rechts 6 Überwelle 80. Links 5 Überwelle 60. Rechts 6. Links 6. In rechts 4 lang. Macht zu. Und Achtung. Links 4. Sofort rechts 3 Überwelle täuscht. Links 4 durch Senke. In rechts 1 über Kuppe. Links 3, 60. Links 6, 60. Rechts 6. In offene Kehre, rechts. In links 2, nicht schneiden, 80. Rechts 3. Links 6. In rechts 4 durch Senke, 80. Rechts 5. Links 5. Rechts 5. Rechts 5. In links 4. In links 3. In scharf. Rechts 80. Rechts 5. Lang. Und geht auch ohne Handbremse. In links 5. In rechts 3. Kehre links. In rechts 6. Links 6. Rechts 6. Links 6, in Kehre rechts. In links 3, 60. Links 4, durch Senke. In rechts halb, über Kuppe. Links 3, 80. Bis Ziel. Okay, bring es zum Marschall. Okay, gut. Nach dem Zieleinlauf ist es okay. Bei dem Auto aber tendenziell eher nicht. Ja, schön. Auch die zweite Etappe lief ziemlich gut, aber wir haben schon die eine oder andere Rallye gesehen, wo ich am Anfang ganz okay abgeschnitten habe. Gut gemacht. Und dann meinte, hey, das läuft doch ganz gut und irgendwann, ja, kommen zwei, drei Fehler zusammen und dann war es das auch ganz schnell. So, hier sind wir wahrscheinlich noch deutlich weiter vorne, jawohl, P9, sehr schön. Nein, nicht beenden. So, weiter, genau. Gut, als nächstes 6,53 und 9,26 Kilometer. Ja, in der ersten Etappe, die ja auch 6, noch was Kilometer lang war. Moment, es gibt keinen Servicebereich. Okay, krass.
Da muss man aufpassen. Und leichter Regen. Eieieiei. Ja, in der ersten Etappe, da habe ich die Konzentration halten können. Die war ähnlich lang wie die hier. Jetzt hoffe ich mal, dass ich auch hier die Konzentration behalten kann. Und ich sag mal nicht, es läuft ganz gut, sondern ich hoffe, dass es gut läuft. Wenn etwas preisgeben, könnten wir unser neues Fahrzeug für die nächste Meisterschaft holen. Sagt er das immer? Okay, aber aufpassen, es regnet. 4, 3, 2, 1, Luft. Rechts 3, links 6, in rechts 4, durch 60, rechts 6, in links 4, wenden, in rechts 3, in links 5, links 6, 60, rechts 5, überwenden, 80, links 6, überwenden, 60, links 5. Rechts 5, links 5, 80. Rechts 6, in links 1, lang. Offene Kehre rechts. In links 4, 150. Okay, jetzt ist er schon deutlich links unruhiger. 4. Ja, auf Schotter ist er schlimm. Rechts 6, Überholung. Links 4. In rechts 2, macht auf, lang. In links 4, Überholung. Rechts 5. In links 5, lang 80. Rechts 5, 80. Rechts 3. Links 6. In rechts 4, durchsenken, 60. Rechts 4, nicht schneiden. In links 2, durchsenken. In links Alter Falter. 1, 80. Rechts 4, Überholung. In links 3. In Welle rechts 4. Okay, das war ein bisschen zu viel wieder. In links 6. Rechts 4. In links 1 durch Senke. Ich muss die Etappe nicht gewinnen, das rechts muss mir klar 6, sein. Links 3 durch Senke 40. Nicht steigen. Nummer rechts 6. Rechts 5. In links 4. In links 3. In scharf rechts 80. Rechts 5 lang. In links 5. In rechts 3. Kehre links. In rechts 6. Links 6. Rechts 6. Links 6. In Kehre rechts. In links 3. 60. Links 4. Durch Senke. In rechts halten. Überholung. Links 3. Runde. Rechts 6, in links 1, lang. Offene Kehre rechts. In links 4, 60. Oh nein! Oh je. Oh je, oh je. Es lief so gut. In rechts 4, dann fahr zu. Und Achtung, links 4, sofort rechts 3, Überholung, täuschen. In rechts 1, Kuppe. In links 2. In links 1. Rechts 3. In rechts 5, 60. Rechts 4. In links 2, durchsenke. In links 1, 80. Rechts 4, Überkuppe. Links 6, 40. Rechts 3, durchsenke. Links 6, Überkuppe. Rechts 1, durchsenke. In links 4. Links 4, durchsenke. In rechts 1, Überkuppe. Links 3, 60. Rechts 6. Links 6, in Kehr, rechts. In links 3, 60. Links 4, durchsenke. In rechts halten, Überkuppe. Links 3, 60. Links 6, Überkuppe. Rechts 4. Links 3, Überkuppe. In rechts 4, durchsenke.
In links 3, lang, macht auf. In rechts 6, 60. Bis Ziel. Einmal auf den Randstein gekommen und schon ist man ein bisschen... Bring es zum Marschall. In der Querlage. Aber ansonsten, Sepp ist auch nicht die Bestzeit gefahren. Der Kollege ist lediglich auf die 2 vorgekommen. Okay, fertig. Die Zeit und die Platzierung wurden aufgezeichnet. Bedeutet, wir könnten das ganze Feld noch anführen, aber ihr habt gesehen, ein, zwei Fehler und das Blatt kann sich direkt wenden. Ja, damit sind wir nämlich mit 2,1 Sekunden nur noch auf der 2. Ein Renault führt das Ganze an. Dahinter 2 BMW M3, ein Opel auf der... Moment. Ja, nee, okay, gut. Ich dachte, dass es bei 1 anfängt. Ein Renault führt das Ganze an. Vor uns dann ein Ford, 2 BMW, ein Opel. Das ist ein schön durchmischtes Feld tatsächlich. Gut, dann würde ich sagen, ab zur nächsten Etappe. Und jetzt gibt es auch noch eine kurze Pause zum Durchschnaufen tatsächlich. Vor einer 9-Kilometer-Etappe. Ja, da muss man auch, glaube ich, einfach mal ein kurzes Päuschen machen. Denn, ja... gibt halt auch dann dicken Schaden am Fahrzeug. So, kleiner Nieser, ich hoffe, dass ich den rausgeschnitten habe. Wenn nicht, dann Gesundheit an alle, die mitniesen mussten. Okay, zwei Sachen am Chassis sind ein bisschen defekt. Reparieren, alles kein Problem. Gut, dann würde ich sagen, ich bin zufrieden mit dem Auto, legen wir los. Laut der Recce sollte es keine Überraschung geben. Viel Glück. So, das wird jetzt dauern. 6,5 Minuten, pure Konzentration. Auf geht's, Dave. 5, 4, 3, 2, 1. Los. Rechts 3, links 6, in rechts 4, durchsenken. 60, rechts 4, wegschneiden. In links 2, das ist der Anfangsbereich. In links 1, 80. Rechts 4, über Kuppe, 60. Rechts 4. In offene Kehre links. In rechts 1 lang. In links 6. Rechts 4. In links 2 durch Senke. In links 1 80. Rechts 4 über Kuppe 80. Rechts 4 lang. In offene Kehre links. In links 4, über Kuppe. In Kehre rechts. In links 3, über Kuppe. In rechts 6. Links 6, 60. Rechts 5, über Rennen, 80. Links 6, über Rennen, 60. Rechts 6, in links 1, lang, offene Kehre rechts. In links 4, 80. Rechts 3. Links 6. In rechts 4 durchsenken. 80. Rechts 4. Wegschneiden. In offene Kehre links. In rechts 1 lang. In links 6. In rechts 1. Kuppe. In links 2. In links 1. Rechts 3. In rechts 5, 60. Rechts 2. Offene Kehre links, lang, 60. Rechts 6, 80. Links 6, 40. Rechts 3, durchsenken. Links 6, überkuppe. Rechts 1, durchsenken. In links 4. Links 4, durchsenken. In rechts halten, überkuppe. Links 3, 80. In rechts 3 über Kuppe. In Kehr links. In rechts 4 über Kuppe. In offene Kehr rechts. In links 4 80. Rechts 4. In links 1 durchsenken. Rechts 6 über Kuppe. Links 3 durchsenken 40. Kuppe rechts, 6, links 6, 60, rechts 6, in offene Kehre, rechts, in links 2, 100, rechts 6, in links 1, lang,
der Kehre rechts. In links 4, 80. Links 4, über 80. Rechts 1. In rechts 2. In links 4, 150. Links 4. Rechts 6, über 5. Links 4, durchsenken. In rechts halten, über 5. Links 3, 60. Rechts 6. Links 6. In Kehre rechts. In links 3, 60. In rechts 3. Kehre links. In rechts 6. Links 6. Links 6. In rechts 4 lang. Mach zu. Und Achtung, links 4. Sofort rechts 3 über Kuppel. Täuscht. Rechts 6. In links 4 wenden. In rechts 3. In links 5. Links 5. In rechts 3. In links 5. In rechts 1 durch 6. In links 3. Rechts 4. Links 4. 80 über Kreuzung. Links 5 über Kreuzung. 60 über Kreuzung. Rechts 3. Links 4, 80, über Kreuzung. Links 5, lang, über Kreuzung. 80, links 3. 60, über Kreuzung. Rechts 5, über Kreuzung. 80, über Kreuzung. Rechts 4. Links 4. In rechts 3, über Kuppe. In Kehre, links. In rechts 4, über Kuppe. In offene Kehre, rechts. In links 4, 80. Rechts 5. In links 3. In Wenn, rechts 4. In links 6. Links 3, über Kuppe. In rechts 4, durchsenke. In links 3, lang, macht auf. In rechts 6. Rechts 6, über Wenn, 80. Links 5, über Wenn, 60. Rechts 6. Rechts 5. In links 5, lang 80, scharf links. In rechts 3. In rechts 4. In links 5. Links 3. In rechts 3. Lang, mach auf, mach zu. In links 1, nicht schneiden, 60. Links 4, über 80. Bis Ziel. Ja, Vollgas durchs Ziel fahren und über 20 Sekunden haben wir der Konkurrenz aufgebrummt. Jawohl, vor der letzten Etappe ein recht komfortabler Vorsprung, aber das waren 16 Sekunden. Sehr gut gelaufen, tolle Wertungsprüfung, gut gemacht. Dass man unter anderem 16 Sekunden auch sehr, sehr schnell verlieren kann, haben wir ja schon in der letzten Etappe gesehen. Jetzt ging es allerdings klar nach vorne und mal gucken, wo sind wir hier. Jawohl, Global P6, 7 Zehntel ungefähr haben uns noch gefehlt für den 5. Platz, für den Platz in den Top 5. Aber wie schnell es geht, das sehen wir ganz vorne. Ja, ich glaube auch nicht, dass das unbedingt eine gehackte Zeit ist. Ich glaube, da ist jemand einfach ans Limit gegangen. Aber gut, dafür muss man die Etappen auch alle, denke ich mal, weitestgehend auswendig können oder ja, zumindest muss man sie sehr, sehr, sehr gut kennen. Und jetzt haben wir glatten Asphalt und leichten Regen. Das wird ungemütlich für die letzte Wertungsprüfung, aber wir hoffen mal, dass wir hier gut durchkommen. Let's go. Ha, komm schon. Lass mich nicht im Stich. Sehr erfolgreich. Sollte also ein gutes Rennen werden. 3 Minuten 17. Wir brauchen eigentlich nur 3:35 oder so. Also vier, langsam entspannt. Drei, nein, Quatsch. 2, 1, los. Links 3, 60. Rechts 6. Links 6. In Kehre rechts. In links 3, 60. In rechts 3. Kehre links. In rechts 6. Links 6. Links 6. In rechts 4 lang, mach zu. Und Achtung, links 4. Sofort rechts 3 über Kuppe. 60.
rechts 6, in links 1, lang, offene Kehre rechts. Oh Mann. Ja, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich meinte Blödsinn. Wir fahren jetzt Vollgas. An der Stelle hat es mir das Heck weggerissen, nicht schlimm. Dafür waren wir so unfassbar schnell davor, dass wir jetzt nicht einen riesen Rückstand haben. 3,5 Sekunden, easy. Ich will auch nicht auf Nummer sicher gehen. Wir haben sogar noch einen Restart, oder? Was? Rechts 6. Links 6. In Kehre rechts. In links 3. 60. Was bedeuten die Fragezeichen? Kannst du klare Ansagen? Oh Mann, wir haben Funkprobleme. Okay, da fahre ich vielleicht doch ein bisschen safer heim. Links 6. Links 6, Überholung. Rechts 4. Rechts 5. In links 3. In rechts 4. In links 6. Links 3, Überholung. In rechts 4, durchsenken. In links 3, lang, macht auf. In rechts 6. Links 4. In rechts 2, macht auf, lang. In links 4, über 160. Rechts 5. Links 5. Rechts 5. Rechts 3. In links 1, durchsenken. In rechts 5. In links 3. In rechts 5. Rechts 4. In links 5. Langsam zu 3. Was ist jetzt los? In rechts 4, 60. Rechts 6. Links 6. In Kehre rechts. In links 3. Okay, irgendwas ist gerade passiert. Mit dem Karosserieteil vielleicht. In rechts 4, durchsenken. Klang aber sehr seltsam. In rechts 6. Links 6. In rechts 4, Landmacht zu. Und Achtung, links 4. Sofort rechts 3, Überholung enttäuscht. Bis Ziel. Okay, fahren Sie Marschall. Okay, im letzten Abschnitt nochmal eine halbe Sekunde verloren. Aber es ist alles okay. Wir haben insgesamt nur 5 Sekunden liegen lassen. Und damit haben wir die Rallye, zumindest das Event hier, ziemlich safe gewonnen. Jetzt müssen wir nur noch den zweiten Event-Tag korrekt abschließen. Und ja, und dann eher, ja, geil. 2 Leute aus Estland und dann 4 Leute aus England. Stark. Ja, jetzt müssen wir nur noch den zweiten Event-Tag erfolgreich abschließen. Das war nicht so gut, ne? Ja. Und dann sind wir da safe mit einem Meisterschaftssieg aus dieser Veranstaltung rausgegangen. So, das Team ist absolut zufrieden. 77.000 Credits, bar auf die Kralle. Und hier seht ihr es. Als nächstes haben wir 5 Strecken und wir können uns die schon mal anschauen. Ja, da wartet das 9 Kilometer Beast im Finale auf uns und man hat 2 Servicebereiche. Okay, gut, das ist auf jeden Fall ein bisschen angenehmer. Dann kann man auch sicher sein, dass man ja, fast immer mit einem guten Auto antritt, mit einem reparierten Auto. Dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir mal ein kurzes Päuschen. Wir werden dann beim nächsten Mal wieder in Spanien unterwegs sein, wieder mit dem Lancia. Das war verdammt spannend heute zwischenzeitlich. Und ja, auch in der letzten Etappe, da habe ich halt ein bisschen viel riskieren wollen, wollte eigentlich das Maximum rausholen und bin da ein bisschen über dem Limit gewesen, wohl wissend, dass wir ein gutes Polster haben. Also ich wäre da nicht so komplett, ich sag mal, geistesgestört gefahren, wenn ich nicht gewusst hätte, dass wir da absolut dominant vorne sind. Deswegen, ja, geile Sache. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und wenn ihr hier viel Spaß hattet, könnt ihr mir ja gern ein Däumchen nach oben da lassen. Morgen geht's dann weiter mit Dirt 4. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Haut rein.